Oh mein Gott, oh mein Gott, war das lustig. Ich war genau hier. Und leider konnte ich nicht aufnehmen, weil ich im Fenstermodus war und Fraps das nicht mag. Aber jetzt gehen wir nochmals dorthin. Oh mein Gott. Ich habe mich als Pussy verkleidet, nein, als Superhelden und hab ehrenhaft gekämpft. Hab herumgetanzt. Ah, oh, war das toll. Der Fabian ist dort auch. Ich will ihn besuchen gehen. Leider wurde ich getötet, kurz von einem Beschützer von Fabian. Nun gut. Da gehe ich heute wieder hin. Ja, es ist richtig cool dort. Und leider sind wir jetzt gerade ein bisschen am Verlieren. Naja, nicht am Verlieren sind wir nicht, aber. Leider wurde ich natürlich bevorzugt. Aber mach nix. Ich bin ja gutes Frischfleisch für Alesius. Und. Ja. Und das war Facebook. Dankeschön. Ich weiß nicht, wieso das Facebook jetzt immer noch mir Nachrichten so laut, extrem laut gibt. Aber ich habe es ja eigentlich beendet. Von mir aus, von mir aus. Jetzt können wir schön wieder hoch. Gehen extra hinten durch. Damit die Leute nicht meinen, sie müssen mich killen. Der schöne Drache. Der Drache von schwule Dingen. Dabei bin ich doch gar nicht schwul. Ja, alle nennen mich immer schwul. Vielleicht muss ich die Klamotten wieder anziehen. Der Helm ist auch irgendwie komisch. Jetzt sehe ich noch schwul raus mit dem Helm. Wo ist da jemand? Ich will einen Kallen. Ah, das sind Werwölfe, wo so knurren. Okay. Renn für dein Reich. Und was ist das für eine Auszeichnung? 100.000 Gold auf einmal ausgegeben. Siege. Wahrscheinlich RVR. Renn für dein Reich. Der Reich wird einmal aufgehoben. Aha. Ja, das werde ich auch bald haben. Ich bin noch nicht Level 55, aber bald. Nur noch 20 Levels. Das geht doch ganz schnell. Ja. Ah, ich habe nicht mal Ding. Ah ja, PvP bekommt man keinen. Malus. Schon gut. Oh. So böse. Wieso habt ihr verloren? Ach, blöde Egen. So sieht man cool aus. Aber tut man die Rüstung ausmachen, hat man so einen hautengen Schutzanzug des Todes, der Verknotung der, der ist so eng, der erwürgt uns. Und dann machen wir wieder an und dann sieht man, wie cool aus. Und wenn man den Helm abzieht, dann sieht man richtig böse aus. So richtig böse. So. Und schreibt mir immer noch 1000 Dinge. Und das Handy teilt auch mit, dass er geschrieben hat. Gut. Okay, dann beende ich mal hier. Bis zum. Ja, bis. Den weiteren Video. Und wenn es wieder spannend wird, nehme ich natürlich wieder auf. Und Level nebenbei, ich habe recht viel gefunden. Hallo, ich bin immer noch in der Party. Dann kann ich gleich mal schauen, wo die sind. Hab ein paar Items gefunden, recht gute Gegner. Ja. Hier habe ich sogar einen grünen Granat gefunden, aber der ist nur zum Verkaufen. Einen Erzmagier Feuerstapfer Level 41. Eine Sichel-Axt Level 36. Die werde ich dann auf Level 36 tragen. Und wie ihr seht, wie ihr nicht seht, trage ich jetzt zwei Waffen. Ein Ninja-Säbel links und eine Stachel-Axt rechts.
Ja, also, bis gleich bei euch, bei mir enge Stunden. Tschüssi. Diese Mauer werden wir beschützen. Ja, jetzt ist leider schon wieder ein Tag vergangen bei mir, bei euch ein paar Sekunden. Aber ja, leider ist es extrem langweilig momentan und deshalb möchte ich euch nur die Quests zeigen. Ich habe ein bisschen gefarmt, bisschen sehr viel, ja, okay, nicht sehr viel gefarmt, aber sehr erfolgreich. Ihr seht ihr mal, ich habe keine so guten Items mehr bekommen. Nur noch weiße und blau-gelbe. Und diesen hier. Ich glaube, den Feuerstab ist neu. Und ein Kampfpfeil für Floster, wenn er dann mal wieder Zeit hat. Und ja. Das nächste kommt noch nicht hier, aber hier habe ich einen Saphir noch bekommen. Und ein bisschen grüner Granat. Die 80 und die 56 mm auf 1. Ich will einfach die im Inventar haben. Und jo, jetzt kommt das nächste. Schaut euch mal die Edelsteine an. Zwar sind sie wirklich gar nichts wert, noch nicht gut genug, aber die droppen einfach immer wieder solche Dinge. Jetzt habe ich schon einen gelben, einen lilanen und einen roten. Und ja, ich hoffe, das geht später auch noch so gut. Ja, Magnetstücke habe ich nicht gesammelt, sind aber noch ein bisschen mehr geworden durch Zufall. Ja, und sonst eigentlich nicht so viel. Also, dann kämpfen wir hier. So, wieder da. Was ist los? Es ist nichts los, ja. Die Spiele machen sich selber irgendwie die Motivation kaputt. Ich verstehe es gar nicht. Ich finde das Spiel schon gut. Also es hat langweilige Phasen, das ist klar. Aber nicht so, als müsste man dann herumheulen. Und ja. Es ist eine bestimmte Art von Spiel, das halt von langen Kämpfen und Grinding Upgating, oder? Und das machen die Deutschen nicht so gerne. Aber dass man dann herumheulen muss und dann immer den Lecks und den Bugs Schuld geben muss. Ne. Und ja, ich möchte natürlich der Community auch so mit dem Let's Play ein bisschen helfen. Weil, ja, ich möchte einfach die Community vor allem hier bei Ignis wieder aufbauen und mit den anderen zwei Reichen dann schöne Kriege führen. Und das geht ja nicht mit, naja. Es halt nicht vorwärts geht oder so, aber das kann ich verstehen, das kann ich durchaus verstehen. Ich bin als Let's Player hier nicht, muss ich nicht machtgierig sein oder so und die Abonnenten zwingen oder irgendwie die ganze Zeit zu sagen, abonniert mich oder liked meine Videos. Die ganze Zeit sagen die großen YouTuber das und das nervt mich, das nervt euch wahrscheinlich auch. Deshalb mache ich es nicht. Ich bin kollegial, ich bin freundlich, ich bin sozial. Und was muss ich jetzt hier machen? Kurz schauen. Und deshalb, ja, darunter. Ja, deshalb komme ich auch nicht so weit nach oben. Ich muss halt so ein bisschen meine Opfer halten, wenn ich halt nicht so sein will wie die anderen. Aber mach nichts. Ich habe jetzt wieder zwei Abonnenten verloren, aber macht nichts. Dafür bekomme ich manchmal 4 pro Tag. Es ist wirklich eure Entscheidung, beziehungsweise halt auch mein Leiden, aber ich gebe mein Bestes, ich mache immer, ich gebe mein größtmögliches, geht halt manchmal nicht, ja. Auch wegen meinem Dialekt und weil meine Mikrofonqualität auch nicht so gut ist. Aber ja,
Dafür habe ich jetzt Unterstützer. Hätte ich die gebraucht? Nein. Aber ich habe sie bekommen. Sie haben eingewilligt, mir zu helfen. Dankeschön dafür. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Man muss niemand zwingen. Es kommt selber. Und das finde ich so schön am Let's Playen. Ohne dass man Werbung macht, ohne dass man irgendwas will oder so, kommt es und bietet es. Das kleine Pferdchen! Das kleine Pferdchen! Sehr geil. Wüsten-Face Golem, die sind nicht hier. Wo sind die? Die sind da unten irgendwo. Ja. So. Und eben, dass ich nicht weit komme auf YouTube ohne Werbung, ohne Finanzen oder so, das ist klar. Mir ist das Wichtigste, dass ich eine Community aufbaue, dass sie Spaß an mich haben, dass sie eben Sachen wünschen können, Sachen vorbereiten können und ja, und wir uns gegenseitig helfen können. Wieso nicht gegenseitig helfen? Das macht niemanden krank. Für mich ist helfen etwas, das mich heilt. Und für viele andere ist das leider nicht so, oder? Ja, deshalb, ja, möchte ich einfach so ein bisschen diese Stimmung auch weitergeben. Und es ist mein Hobby. Es ist eines meiner Lieblingshobbys. Und auch wenn ich nicht Erfolg hätte, nie Erfolg hätte, ich würde weitermachen, immer weitermachen. Außer mir geht es gesundheitlich nicht, was auch meine Päuschen auf drauf ging. Aber eben, ich habe nie aufgegeben und habe so bald wie möglich wieder weitergemacht. Habe dafür irgendwie 24 bis 50 Abonnenten verloren. Und ein paar sind inaktiv geworden, aber es ist mir relativ schnuppe, es liegt an den Abonnenten. Ob sie mich wieder mögen oder nicht. Ich zwinge niemanden. Und ja. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommen dann mehr, wenn ich Level 60 bin. Wie gesagt, ihr dürft jederzeit mitmachen. Ihr dürft mich fragen in Game. Ihr dürft das Spiel installieren, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja. So. Aber eben, ich zwinge niemanden, ich will niemanden beeinflussen. Wenn ihr wollt, dann dürft ihr das. Wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr es nicht. Winzig. Wo sind die Golems? Wo sind sie denn? Mach ein bisschen Turbo an. Da ist noch einer, gut. Die sind sehr selten. Bisschen frech. Ach ja, ich wollte dann mal noch einen Drittcharakter machen, den ich als Farmcharakter nehme. Was denkt ihr, was wäre der beste Farmcharakter, um einfach schön zu farmen? Einen Beschwörer ist, glaube ich, gut. Der Jäger, der gefällt mir momentan nicht so, aber ich werde ihn wahrscheinlich dann auch hochleveln, ohne zu farmen, damit ich einfach ein bisschen einen Spion habe und selber schauen kann, ob es gut ist für eine Aufnahme im Reich. Da ist jemand gewesen. Da ist er. Ah, das ist sie. Die dann der Ding gewesen ist. So. Was ist denn los mit den Quests? Oh Gott, oh Gott. Sie hören bald auf, glaube ich, mit Level 37 ist dann die letzte normale Quest. Dann gibt es eigentlich nur noch so Profi-Quests, Mitspieler-Quests und so, wo man einfach Leute braucht. Aber die werde ich herauszeugen, bis ich genug stark bin für die. Jo. Da ist doch einer, das ist ein Ding. Was ist jetzt? Kann ich nichts mehr bekommen? Komm, spawnt wieder. Schätzchen. So. Mit eurer Hilfe kann ich nämlich auch gut mich verbessern. Und ja.
muss nicht immer alles selber ausdenken, was in den Let's Play vorkommen soll oder was ich Let's Playen soll. Aus dem gefällt's mir Kommentar zu beantworten. Ich werde fast jeden Kommentar beantworten. Außer es ist natürlich eher so ein du bist der Beste oder so. Solche Leute, also denen beantworte ich nicht so gern. Was muss ich denn beantworten da? Bei Kommentaren, wie heißt zum Beispiel, du machst irgendwie falsch, du bist schlecht und so, frage ich wieso. Und sonst, ja, kann ich nämlich recht gut irgendwas schreiben. Und freut mich auch, dass wieder zurückgeschrieben wird. Mann, oh, wo seid ihr jetzt hin? Spawnt wieder. Das ist recht schlecht gemacht. Tja. Gehen wir wieder runter. Was wir am besten können. Schade, dass Sprint überarbeitet wird. Viel längere Abklingzeiten. Aber, naja. Es ist für mich schon fast ein bisschen zu einfach, klar. Aber hey, vielleicht bekommt es ja schlechte Dinge. Also, auf Amnun kann man irgendwie dann schon dem Ende des Studio Bescheid sagen, wenn er das nervt oder so. Aber ich denke, es werden auch viel Plus sagen, dass Sprint dann mehr Abklingzeiten hat, weil die anderen Klassen müssen ja auch ihre Vorteile wieder bekommen, wenn es leider so wurde. Weil wenn der Barbar mit dem Sprint alle erreichen kann, dann ist es nicht so das Wahre, oder? Ich weiß gar nicht, was der Feind ist vom Barbar. Es gibt immer eine Klasse, die dem anderen irgendwie überlegen ist. Beim Hexenmeister ist es zum Beispiel der Schütze, weil wegen der Reichweite und ja auch der Distanz und so. Beim Paladin ist es der Barbar. Also ich glaube Paladin ist nicht. Es ist, nein, der Hexenmeister, glaube ich. Weil der Paladin hat ja gute Blockchancen und so. Dann beim Jäger ist es vielleicht der Beschwörer? Nö, weiß es gar nicht. Vor allem das ist nämlich gut geregelt so. Dieses ja, Stärkeverhältnis. Aber eben, der bessere Spieler gewinnt natürlich. Momentan hätte ich wahrscheinlich keinen Erfolg. Aber vielleicht sieht es später ein bisschen besser aus. Ich muss einfach noch ein bisschen üben. Vor allem in Krisensituationen nicht die Kamera aus der Kontrolle bekommen. Ich habe manchmal wegen der Ding so, Ding, da kann ich die Dinge gar nicht steuern, die Kamera. Jetzt kann ich sie steuern. Jetzt bin ich nicht in Stress, aber irgendwie. Naja, weiß es nicht, wie es ging. Aber vor allem, das ist mega nervig. Die Kamera muss man doch bewegen können. Ja. Vielleicht meint das Spiel, ja, ich benutze nicht die linke Maustaste und ja, ja. Nun gut. Vollschaden. Nicht? Hier kommt man keinen Vollschaden über. Aber da drüben auf der Killertreppe bekommt man Schallschaden, weil man eine Stufe nach unten geht. Man sollte das vielleicht nicht mit dem Pferd machen, aber irgendwie ist das Pferd auch ein bisschen vorbei. Ich frage mich, warum denn so viele gemeckert haben. Der Boost, ist das der XP-Boost gewesen? Okay. XP-Boost. Ich will nicht immer daneben klicken auf die Enter-Taste. Die Enter-Taste ist bei mir so blöd. Nein, eigentlich überall in den Tastaturen blöd. Aber bei meiner Tastatur ist das ein bisschen weit auseinander.
habe ich irgendwie gemerkt, aber nicht gedacht. Nichts gedacht. So. So, wo sind denn die Golems schon wieder? Ich brauche Golems. Golems, zu mir kommen. Golems. Wo sind die? Wo sind die Schätzchen? Da ist noch einer. Ganz abseits. Wie groß ist das Gebiet? Ist da drüben, okay. Jo. Haben wir hier noch einen? Ja, wir haben hier noch einen. Zwei sogar. Ich hoffe, der andere ist auch einer. Ach komm schon, immer wenn ich draufklicke mit links. Muss das so machen. Ein Klick, ein kleiner Klick macht noch nichts. Weshalb geht denn das? Hä? Jetzt geht es plötzlich wieder nicht. So wie ich das auch nicht. Hm. Keine Ahnung. Wie lange habe ich jetzt gespielt? Ah, jetzt geht's wieder nicht. Wie lange habe ich gespielt? Wo steht das? Steht gar nicht. Insgesamt 256 Stunden. Ich bin ein Suchti. Oh, Erfahrungsbonus. Inaktiv. Ja, ohne Gegner. Hm. Aber es sind ja die lange Buffs. Gut. Ich möchte wieder Golems haben. Ich könnte eigentlich aufs Pferd gehen und zum nächsten Golem rein. Hm. Voll krass. Schlecht gemacht hier, die Quest. Die Golems schlecht platziert. Wieso so viele Grabwächter, die sind auch in anderen Gebieten, die müssen ein bisschen runtergesetzt werden hier. Vor allem die greifen immer alleine an, also die greifen immer direkt an. Die sind aggressiv. Voll die Aggressionen. So, hier hätten wir noch einen. Ja, ja. Was ist das jetzt? Ach komm schon. Wisst ihr eigentlich, wie man die obere Zeile, welche Taste man drücken muss? Nö. Das wollte ich nicht. Also Num-Tasten sind gleich wie die Zahlentasten. Schon wieder kein Golem. Mist. Nun gut. Ah, da unten ist ja einer. Ja, ich komme nicht runter. Dankeschön. Grabwächter ist faul. Der greift mich nicht an. Ja, jetzt greift er an. Spiel muss laden. Nein, Hilfe! Ich werde in den Abgrund gezwängt. Nein, ich werde sterben. Die Dinger, Grabwächter, haben gedacht, ja, ich kill den, indem ich ihn runterwerfe. Aber haben es nicht geschafft. So. Was haben wir denn? Haben wir denn noch ein paar Golems? Da muss ich den Anführer töten. Der zählt, glaube ich, auch. Ich will mal einen Anführer töten. Schade, dass man keine anderen Items bekommt von denen. Langweiliger Haufen hier. Los, was machen? Voll langweilig, ey. Yeah, es zählt noch drei. Cool.
hol dir einen Apfel am Kopf werfen. Apfelmatschattacke los. Lass dich einfach fallen, genau. Oh, ja, jetzt geht wieder der Sarkasmus los. Das ist auch ein kleiner, ja. Hyänen sind irgendwie nicht mehr aggressiv. Okay, wir haben alle. Sehr schön. Ja, endlich Quest fertig. Ich freue mich so. Wow, ich muss sie unbedingt abgeben. Oh. Die schlimmste Quest. So, ja, gehen wir zuerst nach Medenet. Ich bin kein Gummibärchen. Red Bull Gummibärchen. Voll das alkoholische Gesoff. Ich habe mal das Blaue gehabt, aber weiß nicht, was das war. Pure Chemie. Aber wenn man so eine Schwester hat, die darauf abfährt. Naja. Gut, dann gehen wir nach Medenet. Wir reisen nach Medenet. So. Heute ist wieder so ein heißer Tag. Das macht mich jetzt schon müde. Aber ich muss mich auch dran gewöhnen, dass, und dann darum ist es relativ gut für mich. Aber fürs Let's Play nicht so. What the fuck da vorne? Starville! Sehr gegrüßt, ihr habt mir nicht bereits sehr geholfen, aber es gibt immer noch sehr viel zu tun. Ich werde euren Besuch nicht mit sauren Worten versüßen. Das ist ein dürres Gebiet, das fruchtloseste. Das fruchtloseste? Eher fruchtloseste, oder? Im ganzen Königreich, und ihr gewöhnt euch besser daran, wenn ihr einen Vorgeschmack auf das haben wollt, das euch noch haben. Ah, doch. Okay. Ja, wenn ihr sagt Wüste, Dürste und so. Gut, dann gehen wir nach, wie heißt das schon wieder? Allahed. Allahed. Gut, wir gehen aber hier unten durch. Ein bisschen Magnus sammeln. Ja, der ist schon so hier schon gewesen. Ja, da gibt's keinen, aber ich gehe trotzdem durch. Wall ist das Gan, Wall ist das Gan. Ich kann doch das sehr gut. Muss ich jetzt die Orks nicht mehr töten? Habe ich die getötet? Ja, ich habe sie getötet, stimmt. Okay. Einverstanden. Du kommst auch noch dran, Fey-Anhängerträger. Wo die Scheiß-Quiz, Mann. So. Ach komm schon, lass schneller. Wir gehen ganz unten durch, oder? Ja. Wir haben sowieso keine Quests mehr sonst. Wir müssen an den Strand zuerst. Ja, das machen wir dann danach. Weil unten durch, am Strand entlang, gehe ich nicht so gern. So. Keine Magnus an diesem Donnerstag. Keine Magnus, keine Magnus. Ist mir doch egal. Ich bräuchte einen Magnus-Sammler. Ich stelle einen ein. Ihr könnt 60% behalten und ich bekomme 40%, okay? Wäre nett. Nein, muss nicht sein, aber wäre schön. Weil ich ja nicht gleich so viel ausgebe. Aber trotzdem genug haben will, weil ich die Quest fertig machen will.
So. Wir gehen jetzt hier hoch, da drüben. Haben wir hier genau, wo Magnus? Ich weiß nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Regnum ist eine gute Schlaftablette nach dem Schlaf. Also wirklich wie eine Schlaftablette nach dem Schlaf. Komm, Regnum, wieder ein bisschen spannender. Ein bisschen interessanter. Sonst muss ich mir noch Warps holen. Nein, niemals. Gut. Bisschen mehr die Grafik polieren, bisschen die Weitsicht besser machen. Und es wird eine mega schöne Aussicht hier geben. Also macht was in GT Studios. Sonst komme ich selber und kaufe euch. Da könnt ihr von mir aus ein neues Game mit eurem Geld machen. Aber ich entwickle Regnum weiter. Weil gut angefangen habt ihr, aber nicht gut fertig gemacht. So, da drüben. Ein schäumendes Bier erhalten, aber keine Info. Okay, mir egal. So. Und nun? Haben wir was bekommen? Also, das nächste Mal gehen wir dann runter zum Strand. Ich nehme noch dann, also in der Folge dann mehrere Quests an. Und ich werde aber noch ein bisschen trainieren gehen. Vielleicht, naja, nein, ich werde es nicht machen, weil wir ja bald 36 sind und ja. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Video. Tschüss.